So, hallo liebe Klavierfreunde. Ich möchte euch begrüßen bei einem weiteren Teil von Klavierspielen lernen ist bunt. Heute möchten wir uns die weißen Tasten anschauen. Die haben nämlich alle Namen und wie man sich die gut merken kann, das zeige ich euch in diesem Video. Also bis gleich! Also das Gute an Dingen, die immer gleich bleiben, ist natürlich das, dass sie immer gleich bleiben. Und so ist es auch mit den weißen Tasten am Klavier. Ich glaube, ihr habt schon mal irgendwann mal gehört, vielleicht sogar mal in der Schule, dass es diese bestimmte Abfolge gibt. C, D, E, F, G, A, H, C. Und das ist die C-Tonleiter. Und so heißen auch am Klavier die weißen Tasten. Das sind auch die sogenannten Stammtöne. So, ich habe hier neben mir den Kalle und das ist ein Kumpel von mir und du bist ja auch Schüler bei uns in der Musikwerkstatt. Ich wollte mal wissen von dir, wie hast du die weißen Tasten kennengelernt, die Namen von den weißen Tasten. Weißt du das noch von damals? Also ich habe die, glaube ich, in der Schule kennengelernt, in der im Musikunterricht und habe es mir aber da nicht gemerkt, aber erst beim Orgelspielen. Da habe ich es dann gemerkt, aber ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen Satz erinnern oder so, irgendeinen Merksatz, sondern das war irgendwann C, D, E, F, G, A, H, C. Das, ja, und ich weiß auch, wo dieses C beginnt und das war irgendwann, wie wenn man das kleine Einmal eins kennt, im Prinzip auswendig. Also für dich ist das sowas wie ein Einmal eins. Ja. Das hat ja was mit den schwarzen Tasten zu tun. Da gibt es dann diese Zweiergruppe und diese Dreiergruppe. Ja, genau. Jetzt warte mal, ob ich es hinkriege. Zuerst kommt die Zweier und dann die Dreiergruppe. Also wenn du beim C anfängst, kommt erstmal die Zweiergruppe. Ah ja, okay, gut. Also wenn ich jetzt eine Tastatur hier hätte, dann könnte ich es dir zeigen, wo das C ist. Aber ja, also das wusste ich jetzt nicht ganz auswendig, wo erst Dreier- und Zweiergruppe ist. Aber ja, also letztendlich langt es ja auch. Genau. Wie das wirklich funktioniert, zeige ich euch im nächsten Schritt. Also bis dann. Tschüss. Und Dankeschön, Kalle. Ja, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es geht hier los, also bei der Dreiergruppe, die beiden Zwischenräume und davon der rechte. Und das ist das A. Und jetzt geht man einfach alphabetisch vor. A, B, C, D, E, F, G. Und dann hat man hier wieder das A. Also nochmal A, B, C, D, E, F, G. Im englischen Sprachraum ist es so, dass man auch diese Buchstaben verwendet. A, B, C, D, E, F, G. Und dann wiederholt sich das alles wieder ab da. A, B, C, D, E, F, G. Aber dann hat sich tatsächlich, vor circa 1000 Jahren, hat man sich verschrieben und hat hier beim B, ein B geht ja so, und dann hat man unten den Bauch vom B nicht ganz fertig gemacht und dann hat sich das als H überliefert und das ist in Deutschland leider so geblieben und deswegen A, H, C, D, E, F, G. Heutzutage hat man die Tonleiter aber so im Kopf, dass man vom C aus denkt, C, D, E, F, G, A, H, C. In der obigen Abbildung seht ihr die einzelnen Bereiche, und zwar die Zweiergruppen, dann die Dreiergruppen und die umliegenden weißen Tasten habe ich hier mit Tieren in Verbindung gebracht. C, Zebra. Es ist natürlich so, dass es ein Zebra in der Schule mit Z geschrieben wird, aber es passt einfach so gut. Dann D, Delfin. E, Elefant. Und damit haben wir schon mal diese drei weißen Tasten. So, und in diesem Bereich, bei der Dreiergruppe, haben wir diese vier weißen Tasten. Und da können wir uns diese drei schwarzen Tasten als Bäume vorstellen, einen kleinen Wald. Und da ist am Waldrand links ein Frosch, dann im Wald ein Gepard, eine Ameise und am rechten Waldrand ein Hase. Das ist natürlich für Kinder recht schön. Natürlich kann jeder da sich selbst was Eigenes entwickeln. Es ist immer ganz schön, wenn man was Eigenes hat, damit man sich dann am besten merken kann.
So, das waren die Namen der weißen Tasten. Also nochmal hier. C, D, E, F, G, A, H, C. Mir fällt da noch was ein, und zwar manche Klavierpädagogen gehen schon wieder dazu über, dieses H wieder zum B umzubenennen, die sogenannte ABC-Methode, also ABC, wie es ursprünglich war, hat aber auch Tücken, aber dazu später. Ciao, bis zum nächsten Video.